Leute, haltet euch lieber fest. Ich tue es auch, denn ich begrüße euch heute aus 30 Metern Höhe. Und damit willkommen zu Pur Plus. Wie immer plus Erik. Und ich gucke hier lieber nicht runter. Ich gucke euch an und sage euch, als Feuerwehrmann muss man sowas hier aushalten können. Denn die Feuerwehr, die muss nicht nur Brände löschen, die ist noch in ganz anderen lebensgefährlichen Situationen. Und bei so einer sind wir jetzt dabei, um genau zu sein, bei einer Simulation einer Höhenrettung. Und wer da die Nerven verliert oder einen falschen Handgriff macht, der fällt in die Tiefe. Während ich in einem sicheren Korb stehe, macht sich der Höhenrettungstrupp der Hamburger Feuerwehr bereit für den extremen Übungseinsatz in der Fußballarena. Über eine Luke steigen die Höhenretter aufs Stoffdach des Stadions. Die Stoffkonstruktion ist tückisch. Hier oben dürfen sich die Feuerwehrmänner nur gesichert bewegen. Rudi, du bist Ausbilder bei der Höhenrettung. Hier hinten ist ja gerade die Aktion, die Übung findet statt. Aber wann würde sowas in echt dann mal stattfinden, in der Wirklichkeit? Wann müsst ihr raus? Also typische Einsätze für die Höhenrettung wären Unfälle oder Erkrankungen von Personen in großer Höhe, zum Beispiel auf Baukränen, in Windkraftanlagen oder andere Industrieanlagen, die sehr hoch sind. Also Baukräne heißt, was würde da passieren? Wann müsstet ihr da raus? Beim Baukran, da arbeiten natürlich ganz normale Menschen. Der Kranführer, der sitzt oben in seiner Kanzel, der kann mal erkranken oder einen Herzinfarkt bekommen. Und dann kann er den Abstieg über seine Sprossenleiter nicht mehr machen und dann würden wir ins Spiel kommen und ihn seichtechnisch abretten. Ja, und für diesen Ernstfall wird jetzt hier gerade geprobt. Genau. Einer der Höhenretter spielt das Opfer. Einen Handwerker, der beim Arbeiten an einer Außenstrebe abgerutscht ist. Seine Kollegen müssen versuchen, ihn sicher zu bergen, ohne sich dabei selbst zu gefährden. Ein falscher Tritt, eine ungenaue Sicherung, eine kleine Unaufmerksamkeit. Hier oben kann jeder Fehler tödlich sein. Im Ernstfall wäre das Opfer vielleicht auch noch verletzt. Der Höhenretter seilt sich zu ihm ab und muss versuchen, ihn möglichst schnell nach unten zu bringen, wo er medizinisch versorgt werden könnte. Deshalb koppelt der Höhenretter das Opfer an sein Sicherungssystem und seilt sich sofort mit ihm ab. Unten würde dann im Ernstfall ein Rettungswagen warten und den Verletzten versorgen. Und jawohl, sicher unten angekommen. Das beruhigt mich doch, weil ich muss schon gestehen, ich finde es ja so ein bisschen spooky hier oben. Hab ein bisschen Schiss. Wie ist das bei euch? Ihr müsst in diesen Höhen auch arbeiten. Habt ihr da nicht manchmal Angst? Von Angst kann man nicht wirklich reden. Wir haben natürlich Respekt vor der großen Höhe. Es ist aber so, dass wir gut ausgebildet sind und immer im Team arbeiten. Und in unserem Team können wir uns aufeinander blind verlassen. Mhm. Und so soll es eigentlich auch immer bei der Feuerwehr sein. Und wie oft müsst ihr raus? Mit der Höhenrettung circa einmal die Woche. Mhm. Einmal die Woche mit der Höhenrettung. Aber trotzdem klingelt ja alle 2 Minuten das Telefon bei der Feuerwehr und sie muss ausrücken. Hamburg ist eine große Stadt. Fast 1,8 Millionen Menschen leben hier. Von denen meldet sich alle 2 Minuten jemand mit einem Notruf bei der Feuerwehr. Feuerwehr und der Rettungsdienst in Hamburg. Wo genau ist dein Notfallort? Sobald der Feuerwehrmann in der Leitzentrale die Information hat, wo Hilfe gebraucht wird, setzt er den Notruf ab. Innerhalb von Sekunden starten die Feuerwehrmänner auf der nächstgelegenen Wache den Einsatz. Innerhalb weniger Minuten müssen sie vor Ort sein. In den allermeisten Fällen geht es dabei nicht um Brände, sondern um notärztliche Rettung. Deshalb gehört zur Ausbildung eines Feuerwehrmanns oder einer Feuerwehrfrau auch die Ausbildung zum Rettungssanitäter. In der Hamburger Feuerwehrakademie drücken jedes Jahr 120 angehende Feuerwehrleute die Schulbank. Es gibt viel mehr Bewerber, aber die Anforderungen sind hoch und viele scheitern beim Einstellungstest. Auf dem Stundenplan stehen neben jeder Menge Medizin auch Übungen zur eigenen Sicherheit der Feuerwehrleute. Nicht problemlos funktioniere, ja?
An der Feuerwehrakademie trainieren die Helden von morgen auch alle möglichen Brandsituationen, die sie später in ihrem Beruf erwarten könnten. Als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau muss man natürlich topfit sein und sich auch regelmäßigen Tests unterziehen. Zum Beispiel hier in der mobilen Atemschutzstrecke. Dort werden die körperlichen Belastungen getestet und auch die Beanspruchung unter Rauchentwicklung. Und da muss jeder Feuerwehrmann einmal im Jahr durch. Und ich jetzt auch. Wie hart ist der Test und werde ich ihn bestehen? Zusammen mit dem angehenden Feuerwehrmann Sebastian bin ich für einen Durchgang angemeldet. So sieht das hier drin aus. Wenn ich ehrlich bin, eher wie ein mobiles Fitnessstudio und nicht wie eine mobile Atemschutzstrecke. Wofür sind diese Geräte hier? Laufband, Home Trainer? Genau. Also wir müssen natürlich, wenn wir im Einsatz sind, Treppen hochsteigen, rennen oder auch Leitern besteigen. Und daher üben wir hier halt die körperliche Fitness und machen dadurch einmal im Jahr so einen Leistungstest. Leistungsnachweis heißt, dass ihr beweisen müsst, dass ihr es drauf habt. Richtig. Und deswegen haben wir dann auch die Klamotten an, wenn wir das machen. Richtig, wir haben ja die Klamotten an, das Atemschutzgerät auf dem Rücken und reale, noch die Maske reale Bedingungen. Reale Bedingungen. Die Maske auch auf? Die Maske haben wir das auch auf. Es geht ja um Rauchsimulation, wo machen wir das? Das machen wir gleich in diesem Raum. Aha. Da gehen wir dann zusammen durch und proben den Ernstfall. Mit Maske im Gesicht. Mit Maske. Zu der Maske gehört die Pressluftflasche, die uns mit Atemluft versorgt. Ähnlich wie beim Tauchen. Die komplette Ausrüstung wiegt etwa 25 Kilo und ist nicht nur schwer, sondern auch ganz schön warm. Ab jetzt atmen wir nur noch über das Atemschutzgerät. Damit es hundertprozentig richtig sitzt, schließen sich Feuerwehrleute immer gegenseitig daran an. Alles klar. Okay, wir sind ausgerüstet. Ich bin in voller Montur und damit muss ich jetzt einmal den Fitnessparcours machen und dann in die Rauchkammer. Das ist für mich der absolute Hammer, weil ich schwitze jetzt schon. Deswegen legen wir schnell los. Ich mache die Handschuhe. Als erstes geht's aufs Laufband. Anforderung 200 Meter bei 5 Kilometern in der Stunde. Eigentlich nicht die Welt, aber so bepackt, richtig hart. Ich würde mir am liebsten die Maske runterreißen. Doch das war erst der Anfang. Weiter geht's auf dem Rad und das 3 Minuten lang. Oh Gott, das war 3 Minuten Fahrradfahren. Das war 3 Minuten Fahrradfahren. Fühlt sich an wie 30 Minuten. Oh Gott, wie komme ich hier runter? Oh. Oh, wie geht's weiter? Jetzt geht's weiter. Hier an den Schlaggewichten. Die Schlaggewichte wiegen 20 Kilo. 20 mal ziehen, bis zum Anschlag rausziehen und wieder komplett entlasten. 20 Kilo. Und es ist, 20 Mal. Oh Gott, das ist der Hammer. Ich bin kurz davor zu sagen, ich kann nicht mehr, aber ich kann noch. Was ist das nächste? Das war noch nicht alles gewesen. Feuerwehrleute müssen oft Leitern steigen. Auf einer Endlosleiter geht's 10 Meter hoch. Ein bisschen wie ein Hamsterrad. Wenn das eine echte Leiter wäre, hätte ich Schiss, dass ich irgendwann hinten runterfahre, weil ich nicht mehr kann. Da vorne ist 10 Meter, unsere Drehleiter haben 30 Meter. Egal wie erschöpft ich jetzt schon bin, der wirklich heftige Teil kommt noch. In der Atemschutzstrecke müssen wir durch ein niedriges Gitterlabyrinth kriechen. Das Ganze bei 50 Grad Hitze und in völliger Dunkelheit. Was mache ich, wenn ich absolut nicht mehr kann? Gibt es einen Geheimcount oder so? Dass ich dann kannst du Hilfe schreien, Mayday, Mayday, und dann werden wir dich auch dort raus. Okay, also wenn ihr hört Mayday, Mayday, dann will ich raus. Da drin ist es stockdunkel. Ihr seht mich, weil wir mit einer Nachtsichtkamera filmen. Ich selbst sehe nichts. Nur durch Tasten versuche ich, einen Weg durch das Labyrinth zu finden.
Und wir müssen immer zusammenbleiben. Passe ich dann mit dem Atemgerät durch? Ja, das passt. In einem echten Einsatz wissen die Feuerwehrleute meist auch nicht, wo es lang geht, wie sie zu den Verletzten kommen oder wie sie nach draußen gelangen. Deshalb ist diese Übung so wichtig. Hitze, eingespielte Geräusche und Qualm bedeuten puren Stress. Ja, mir drückt der Scheiß aus der Maske raus. Ich muss das Zeug abfetzen. Ich hätte nie gedacht, dass das so realistisch ist. Diese Schleie und der Rauch. Und ich glaube, ich habe irgendwie 20 Liter Wasser und Scheiß im Gesicht. Das ist doch Hunger. Das gibt's ja nicht, was ihr da drin leisten müsst. Und das ist nur eine Übung. Riesenrespekt vor eurer Arbeit. Ich hätte nie gedacht, dass das so hammeranstrengend ist. Und in einem Ernstfall dauert das ja dann noch viel länger vielleicht, oder? Wenn ihr raus müsst. Genau, dann haben wir nämlich auch noch mehr Sachen mit. Also Schläuche, eine Axt. Ja. Und die Hitze ist natürlich auch viel größer. Ja klar, ihr habt die Ausrüstung, die ihr tragen müsst. Und die Gefahr ist mit dabei. Du musst ja dann dein Leben eventuell einsetzen, um ein anderes zu retten. Wie gehst du damit um? Da denkt man dann im ersten Moment gar nicht so drüber nach. Das hat man natürlich vorher in den Übungen alles geübt, mhm, und dann sitzen die Handgriffe auch. Und dann läuft das automatisch ab. Genau, richtig. Ja, aber die Gefahr ist trotzdem dabei. Und bevor ihr einschätzen könnt, wie groß die ist, müsst ihr natürlich erstmal rausfinden, was das für eine Gefahr ist. Und das ist nicht immer so einfach. Denn es gibt Gefahren, die sind unsichtbar. Gase zum Beispiel, die wir nicht sehen und nicht riechen können. Die können aber trotzdem tödlich sein oder vielleicht sogar anfangen zu brennen. Und diese Gase aufzuspüren, auch das ist Aufgabe der Feuerwehr. Das macht ihr. Das wissen ja die wenigsten. Aber wie macht ihr das? Wie geht ihr vor? Ja, also wir haben erstmal 7 Spezialeinheiten des Bundes. Und wir verfügen da zum Beispiel über das SIGIS II, mhm, ein scannendes Infrarot-Gasvisualisierungs- und Identifizierungssystem. Schwieriger und sehr langer Name. Und so funktioniert das Teil. Alles in unserer Umgebung sendet unterschiedliche Infrarotstrahlen aus. Menschen sehen sie nicht, das Gerät schon. Und es erkennt ganz genau die Unterschiede der verschiedenen Strahlungen. Mit seinem Scannerspiegel tastet das Spektrometer seine gesamte Umgebung ab. Auch die Infrarotstrahlen einer verdächtigen Wolke. Je nachdem, aus was sie besteht, gibt sie eine bestimmte Strahlung ab. Daran erkennt das Gerät, was in der Wolke drinsteckt. Ist es ein gefährlicher Stoff, schlägt das Gerät Alarm. Wo setzt ihr dieses Gerät ein? Ja, wir haben das zum Beispiel bei der Fußball-WM 2006 eingesetzt, um den Luftraum zu überwachen, falls jemand absichtlich irgendwelche Gase freisetzt. Oder natürlich, wenn große Schadstoffwolken oder so durch eine Explosion, durch einen Industriebetrieb oder so freigesetzt werden. Also bei einer Firma, wo was schiefläuft zum Beispiel, auf jeden dann guckt Fall. Euch das an. Okay, ob das Gerät wirklich funktioniert, das will ich natürlich rausfinden im Pur-Plus-Experiment. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg mit einem Kollegen von dir. Ich habe eine Substanz dabei, ich werde eine chemische Wolke freisetzen, wenn auch eine kleine. Und dann will ich wissen, ob ihr mich findet und rausfindet, was ich da dabei habe. Okay? Das werden wir schaffen. Okay, dann los. Mit 10 Minuten Vorsprung und zusammen mit Feuerwehrmann Ingo Buse mache ich mich auf die Suche. Wo können wir unsere chemische Wolke freisetzen? So, jetzt sind wir schon eine ganze Ecke weg. Und die Frage ist natürlich, auf welche Entfernung kann uns das Infrarotspektrometer entdecken gleich? Die Feuerwehr guckt damit 5 Kilometer in die Ferne. Das ist schon mal ordentlich, ja. Kann damit Gase eben feststellen. Ja. Aber wenn man weiß, dass es riesige Gasmengen sind, zum Beispiel aus einem Vulkan, funktioniert das bis zu 18 Kilometer Entfernung. Wow. Und da kommt es auf die Menge natürlich an des Gases. Richtig, da kommt es dann auf die Menge an, dass es eine entsprechend große Gaswolke ist, die ich dann auch auf große Entfernung identifizieren kann. So viel haben wir heute nicht, deswegen fahren wir mal nicht 18 Kilometer und halten demnächst am besten mal an. Vielleicht da hinten irgendwo. Ja, okay. Auf einem stillgelegten Bahngleis stehen alte S-Bahn-Waggons. Das ist der perfekte Ort, um unsere Gaswolke freizusetzen und uns gut zu verstecken. Super Platz hier. Ja. So, wie gehen wir jetzt vor? Wir haben ja hier was mitgebracht. Was ist das? Das ist
Ammoniaklösung, Salmiakgeist, kennt man aus dem Haushalt, Fensterputzen und so. Aha. Aber in dieser Konzentration, das ist durchaus schon gefährlich, sieht man hier auch, sind zwei Gefahrensymbole drauf. Ja. Ist einmal umweltgefährdend, einmal ätzend. Also wenn es auf die Hände kommt zum Beispiel nicht gut? Ist nicht so gut. Augen und so, klar. Augen alles, ganz alles schlimm, gut. Ja. Geht gar nicht. Deshalb bringen wir auch nur eine kleine Menge aus. Und deswegen schützen wir uns? Ganz genau. Gasmaske, Helm und auch Handschuhe sind Pflicht. Ammoniak ist zwar nicht lebensgefährlich, könnte aber sehr unangenehme Folgen haben. Mit einer Sprühflasche sprühe ich kleine Wolken Ammoniak ins Freie. Das Experiment beginnt. Ich bin sehr gespannt, ob die uns finden. Wir verstecken uns natürlich, sonst sehen die uns ja sofort. Die Kollegen machen sich auf den Weg, um uns aufzuspüren. Sie versuchen uns von einem zentralen Platz aus zu orten. Das soll einen möglichst guten Überblick garantieren. Während sein Kollege den Laptop vorbereitet, fährt Feuerwehrmann Jens Bärsuch das Infrarotspektrometer aus. Stück für Stück analysieren sie den Platz, an dessen Rand auch die S-Bahn-Waggons stehen. Da habe ich was. Ja, sauber. Richtig dick, da hinten bei den U-Bahn-Waggons. Bei den U-Bahn-Waggons? Bei den alten, ja. Ja, deutlich. Guck mal hier, schön Ammoniak auch, schön durch, hervorragend. Genau. Erik, wir haben dich gefunden. Du bist in dem U-Bahn-Waggon mit dem Gesicht drauf. Tatsächlich, wir haben uns. Jo. Nicht schlecht. So, jetzt können wir hier auch diese Dinger wieder ausziehen. Was bringt es denn eigentlich, mit so einem Gerät solche Gase zu entdecken? Das ist einfach so, je eher man weiß, welches der Gas das ist, umso eher kann man auch etwas gegen das Gas machen. Mhm. Es gibt welche, die kann man mit Wasser niederschlagen, welche, die muss man versuchen zu verdünnen. Und je eher ich das weiß, umso eher kann ich gezielt dagegen vorgehen. Ja, und wenn man nicht früh genug da ist, kann es natürlich noch zu einer gefährlicheren Situation kommen. Dann, wenn Gase anfangen zu brennen. Und auch dafür muss die Feuerwehr trainieren, denn, ich sag das jetzt einfach mal, so ein Gasbrand, der ist saugefährlich, oder Lutz, kann man das so sagen? Das ist so richtig, ja. Ja, ihr trainiert das, was man dann macht. Du bist der Leiter von diesem Training jetzt. Was passiert jetzt hier genau gleich? Gut, wir haben eine Übung vorbereitet, wo wir Gas mit ca. 800, 900 Grad verbrennen. Diese Gasflamme wird ungefähr 5 Meter uns entgegenschlagen. Wahnsinn. Und wir werden jetzt nur mit Wasser versuchen, diese Gasflamme einzufangen und abzuschiemern und somit die Gefahr eigentlich auf Null zurückzusetzen. Und ich darf dabei sein. Du bist dabei. Natürlich wieder komplett für den Ernstfall ausgerüstet, geht es zur Einsatzbesprechung. Jeder bekommt seinen genauen Platz im Löschtrupp zugewiesen. Dann geht's an die Schläuche. Per Knopfdruck wird das Gas entzündet und die Flamme schießt nach vorne. Mit enormem Wasserdruck auf den Schläuchen gehen wir direkt auf die Flamme zu. Unser Auftrag, die offene Gasleitung muss geschlossen werden. Unser Wasserschild drückt die Flamme weg. Der Einsatzleiter kann in diesem Moment zum Haupthahn greifen und das Gas abdrehen. Die Gefahr ist vorbei. Rückzug und Wasser aus. Der Gasbrand ist gelöscht und ich muss sagen, ich habe mich sehr sicher gefühlt bei euch. Ihr seid Vollprofis. Die Flamme ist nicht durchgekommen, durch diese Schlauchtechnik von euch. Ne? So soll es sein. Wenn ihr jetzt auch Lust auf Feuerwehr bekommen habt, dann könnt ihr das machen. Denn ab 10 Jahren darf man zur Jugendfeuerwehr. Wo das bei euch in der Umgebung geht, das könnt ihr checken auf www.zdftv.de. Da haben wir auch einen Test für euch, ob ihr dafür überhaupt geeignet seid. Unser Stinketeddy Gilbert, der würde auch sehr gerne zur Feuerwehr. Allerdings, ich glaube nicht, dass das was wird. Denn bei der Feuerwehr, da wird mit Wasser gelöscht. Und Gilbert, der hasst Wasser. Für ihn ist das einfach nur das Letzte. Dieser Schmalspur-Feuerlöscher hat auch keine Ahnung. Zum Feuerlöschen brauche ich kein Wasser. Wir Feuerwehrbären machen das nämlich ganz anders. Und wie? Wart's ab. Gilbert, hoffentlich hast du mehr drauf als die Jungs von der unfreiwillig lustigen Feuerwehr.
Hallo, wir von der unfreiwillig lustigen Feuerwehr suchen Nachwuchs. Wir bieten total fähige Kollegen. Außerdem einen Fuhrpark mit flotten Feuerwehrfahrzeugen. Bei uns auf dem betriebseigenen Hof lernt ihr das Führen des Wasserschlauches und Feuerlöschen unter Extrembedingungen. Getreu unserem Motto, wir sind da, wo es brennt. Jetzt anrufen unter der 0190 0815. Feuerwehrbären wie ich bevorzugen alternative Löschmethoden. Wenn die Hütte brennt, müsst ihr das hier ins Feuer werfen. Papier? Aber das macht's doch nur noch schlimmer. Oh Mann, das ist Löschpapier. Ich befürchte, bei Gilbert ist eine Sicherung durchgebrannt. Das passiert nur den ganz heißen Typen. Drei Dinge, an denen du erkennst, dass du heißer bist, als die Feuerwehr erlaubt. Dein Lieblingsessen ist Flammkuchen. Du machst Popcorn in Sekundenschnelle. Und FKK machst du immer am Nordpol. Übrigens, Feuer könnt ihr auch mit einer ganz normalen Decke löschen. Mit deiner Kuscheldecke? Ah, gemütlich. Ah. Vorausgesetzt, ihr schlaft nicht ein. Oder man hat Glück, dass die Feuerwehr gleich zur Stelle ist. Wie beim Darth. Darth Vader. Privat. Skandal. Ich, Darth Vader, wurde in eine Falle gelockt. Herr Vader, Sie müssen jetzt springen. Mieser Rebell, du steckst hinter diesem teuflischen Plan. Gib's zu. Das ist deine Schuld. Du wolltest den Drachen ja unbedingt vom Baum holen. Jetzt spring, sonst gibt es kein Abendessen. Aber Mutter... Na gut, ich springe. Für das Imperium. Juhu! Au, au. Dickerchen, ab morgen Brokkoli-Diät. Brokkoli? Aber davon bekomme ich doch immer solche Blähungen. Und jetzt der ultimative Beweis. Ich lösche Feuer ohne Wasser. Mit einem Streichholz? Oh, Babsi. Mit viel heißer Luft natürlich. Ui, Babsi, ich wünschte, du hättest nie gefragt. Oha, das ist ja mal ordentlich nach hinten losgegangen. Na, da hat sich Gilbert aber die Finger verbrannt. Ich kann Abhilfe schaffen. Wassermarsch. So, wenn ihr jetzt rausfinden wollt, wie man am besten Brände vermeidet und vor allem, wie man auch kleine Brände löschen kann, dann klickt euch, jetzt geht der Druck wieder mal stärker hier, dann klickt euch auf www.zdftv.de. Pur Plus macht euch das nächste Mal dann wieder schlau. Bis dahin, ciao, ciao. So, jetzt gebt mal voll Power hier. Ich kann das ganz